Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und wieder mit so einem, ja, nennen wir es mal, kleinen Tutorial. Ne? Ein bisschen In-Game dekorieren, aber so ein bisschen Placeables einfügen und, nehme ich euch heute mal wieder mit. Wir haben ja im letzten Video gezeigt, wie man hier die Gebäude, die Farmhäuser als Placeables reinpackt in eure Map. Schaut da gerne nochmal vorbei. Und heute wollen wir den Bereich dekorieren. So, was mache ich jetzt? Wir sind ja soweit fertig. Ne? Der Abschluss war Test, unsere Placeables passen. So, jetzt schließe ich den Giants Editor und gehe mal rein in meine Map. Und ziehe mir meine fertige Placeables raus. Ne? Ihr seht, ich mache das immer so als Kategorie. Und wir haben hier unten den Hof 2. Jetzt kopiere ich mir die ganze. Und habe mir vorläufig hier einfach einen Ordner eingelegt mit fertigen Placeables. So. Das tun wir jetzt ersetzen. Und jetzt gehen wir nochmal rein in unsere aktuelle Placeables und leeren die bis auf das hier. Der Rest darf einfach mal weg. Haben wir ja gesichert. Bedeutet, auf unserer Map ist jetzt nur das drauf, was mit dem Haupthof zu tun hat. Und jetzt gehen wir nochmal rein und starten ein neues Save Game. So, wie gesagt, ein neues Save Game gestartet. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, seht ihr wieder die Map in dem Blanko-Zustand. Keine Zäune, nichts da. Ne? Keine Lampen, es fehlt alles. Hier sieht man es bis auf unsere Farmhäuser. Weil wir die ja in unsere Placeables drin gelassen haben. So, was mache ich? Ich gönne mir mal wieder ein bisschen Geld zum Bauen. Und kaufe mir hier den Hof. Und jetzt können wir anfangen zu dekorieren. Ihr könnt euch jetzt willkürlich austoben. Na, jetzt fangen wir mal hier vorne an. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht gehabt. Und jetzt setzen wir einfach mal hier um so ein Farmhaus oder so. Wie heißt denn das hier? Hier, sowas. Guck mal, da können wir so ein kleines Gartenhäuschen hinpflanzen. Ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen drüber, dass das, ihr seht es gleich hier hinten, das Gras etc. verschwindet. Na, oder dass zum Beispiel bei vielen Placeables wird ja hier vorne dann zum Beispiel Beton und so gepflanzt. Braucht euch erstmal nicht drum kümmern. So. Dann können wir eigentlich hier vorne mal noch einen Zaun hinmachen. Vielleicht sowas hier. Das ist ja, sag ich mal, schon ein relativ schickes Herrenhaus. So, dann machen wir hier so ein kleines Tor hin. Gucken, dass so relativ gut die Flucht stimmt. Sonst sieht es nämlich merkwürdig aus. Und dann können wir das hier noch hinmachen. Und wir machen in-game, seht ihr, ein Raster von den Fliesen. Würde ich sagen, machen wir kürzer. Können wir das nämlich so relativ gut hier hinlaufen lassen. So, und dann passt es schon mal. Ja. So, dann können wir doch hier irgendwelche Leute reinpflanzen. Ja, hier so ein Liegestuhl darf hin. Sie auch mal ausruhen können. Fangen wir mal vorne an, was wir da alles so hinpacken. Müll würde ich jetzt hier nicht gerade hinpacken. Das können wir dann vorne hier und da machen. Sofa draußen ist jetzt auch nicht gerade so cool. Machen wir hier noch eine kleine Grillecke hin. Mal hier so ein bisschen das Eck reinpacken. Ne? Sowas hier oder ich glaube, da habe ich noch irgendein anderes gehabt. Sowas hier, guck mal. So. Sonnenschirm dazu. Dass der jetzt, na klar, hier direkt in den Boden eingelassen wird, wage ich zu bezweifeln, aber ist ja auch nur Deko.
Dann lassen wir wie immer. Na, Katz im Dorf, oder wie heißt's? So ein bisschen Holz darf, ne? Guck mal, dann machen wir das so, machen wir das hier. Und das ist nämlich ein Vorteil. Jetzt können wir das Ganze nochmal weg. Und auch egal, dass da die Höhen irgendwie verschoben werden, da müsst ihr einfach nur einen Kopf ausschalten. Ihr werdet sehen, das passt nachher. So, schön zur Sonne. Da könnt ihr euch ja willkürlich austoben. Ich werde auf jeden Fall zwei Deko-Packs verwenden. Das, was ihr hier gerade so ein bisschen seht. Das macht halt keinen Sinn, ne? Das Ganze. So, da werden wir in-game auch noch ein bisschen im Giants-Editor ein bisschen malen müssen. Aber der Vorteil ist, ihr könnt es halt nachher alles verkaufen. Das ist das Schöne. Das tue ich dann über die Farm-ID dem Hof zuordnen, damit auch nur der Hof das verkaufen kann und nicht jeder. So ist zumindest mal der Plan. So, jetzt können wir mal vorne reingucken. Hier würde ich halt gerne irgendwie noch so einen Baum reinpacken. Das würde meiner Ansicht nach gut passen. So. Hier vorne hätte ich gern irgendwie so eine kleine Schmuddelecke. Hier noch ein bisschen gearbeitet. Das hier ist halt nicht ganz so aussagekräftig, ne? Wenn auf dem Bauernhof das Zeug rumstrackt. Aber es gibt halt auch Bauern, bei denen ist halt nicht ganz so sauber. Haben wir noch irgendwie so einen Schubkarren? Jawohl. Zack. Und so gehe ich das Ganze einfach mal ein bisschen durch. So, ich habe es mal so ein bisschen dekoriert. Eigentlich noch nicht viel, ne? Aber ich will euch ja nur mal zeigen, wie das Ganze so funktionieren kann. Ich muss noch irgendwas ändern. Irgendwas stimmt mit der Cobblestone nicht. Ihr hört es vom Sound her, sagt der Gras. Das stimmt na klar nicht. Aber ist auch nicht so tragisch. Ja, im Endeffekt könnt ihr überall das Zeug platzieren, so wie ihr Bock habt. Und dann speichern wir jetzt einfach mal kurz das Savegame wieder. Schließen das Ganze. Und jetzt gehe ich einfach in mein Documents, wo die Savegames liegen. Die 7. Gehe in Placeables. Und dann wisst ihr ja noch, die 1, 2 und die 3. Das waren ja die, wo wir schon drin hatten. Ihr könntet jetzt aber auch blind kopieren, aber ich mache das jetzt einfach so. Ich ziehe mir nur die mal rüber. Na, hat jetzt na klar alles Farm-ID 1. Das könntet ihr dann abändern. Und ziehe das Ganze jetzt hier rein. Somit habe ich jetzt bei mir eine schöne Ordnung, wo ich genau weiß, alles was hier um den Hof 2 ist, ist alles hier drin. Und könnte gegebenenfalls wieder verkauft werden. Ja? Machen wir speichern. Und jetzt gehen wir nochmal rein in das Ganze. Damit ihr seht, ich starte ein neues Save Game. Das können wir löschen. Neues Spiel. Starten mal mit allem, was so drin ist. Und so kann sich nämlich auch jeder selber behelfen, wenn er nicht genau weiß, welche Dinge brauche ich genau, damit man weiß, es ist ein Kuhstall. Da hat ja jedes so ein komische, diese Modnamen, dann müssen die Pfade genau passen und. Placeable ist immer ab und zu ein bisschen tricky. Und so könnt ihr das einfach Hirn aus, Copy-Paste und dann lübt die ganze Chose. So, ihr seht wieder, die Laternen, die Zäune fehlen immer noch, aber unser Deko müsste jetzt da sein.
gucken wir mal von hinten her. Genau. Seht ihr? Das ist alles so, wie wir das platziert haben, ohne Problemchen. Und ihr habt genau hier gesehen, er hat ja das Gras weggemacht. Na, das müsste ich jetzt im Giants Editor einfach nachbearbeiten. So, dann können wir mal hier vorne durchgehen. Da ist alles da, so wie wir es platziert haben. Ohne Probleme. Und ich gehe mal davon aus, das kriegt jeder hin. Und mit diesem, nennen wir es mal, kleinen Tutorial, bekommt er das mit Sicherheit auch hin. Ja, so einfach mache ich mir das Ganze. Und am Ende des Tages hoffe ich, dass es eine schöne Map für uns alle gibt. In dem Sinn würde ich mich saumäßig über ein Like freuen. Ja? Und in dem Sinn sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann, euer Yugi. Ciao.